Warum, Mami? Teil 2. Mami, erinnert ihr euch noch an mich? Ich habe euch nicht vergessen. Auch den Unfall nicht. Ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre und nicht vor einem Jahr. Die Party, der Wagen, das Blut. Wie gern hätte ich dich noch einmal gesehen, Mami. Doch wir werden uns niemals wieder in die Arme nehmen oder uns in die Augen schauen können. Weil ein anderer nicht aufgepasst hat, sind wir nun für immer getrennt. Doch mach dir keine Sorgen, Mami. Mami, hier bin ich nicht alleine. Ich habe Freunde gefunden, die mein Schicksal teilen. Auch sie waren nüchtern, Mami, und wurden in einen Unfall verwickelt, bei dem Alkoholkonsum die Ursache war. Erst letzte Woche kam ein kleines Mädchen zu uns. Mami, es ist 3 Jahre alt. Es ist so rein und voller Unschuld und doch musste es sterben. Der Fahrer hatte getrunken und die Kleine musste sterben. Warum, Mami? Warum hört das nicht auf, Mami? Haben die Menschen nichts dazugelernt, Mami? Hat ihnen keiner gesagt, dass man nicht betrunken Auto fahren darf, Mami? Mami, wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bis die Menschen verstehen, was sie anrichten? Mussten wir denn alle umsonst unser Leben lassen? Sind wir alle sinnlos gestorben, Mami? Wird es ewig so weitergehen? Mami, warum? Und nun seid mal ehrlich. Wie viele Menschen wurden schon durch Alkohol totgefahren? Genügend, sage ich euch. Und es wird kein Ende nehmen, wenn nicht irgendwer was unternimmt. Mami, warum mussten wir sterben? Warum, Mami? Teil 2. Mami, erinnert ihr euch noch an mich? Ich habe euch nicht vergessen. Auch den Unfall nicht. Ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre und nicht vor einem Jahr. Die Party, der Wagen, das Blut. Wie gern hätte ich dich noch einmal gesehen, Mami. Doch wir werden uns niemals wieder in die Arme nehmen oder uns in die Augen schauen können.
weil ein anderer nicht aufgepasst hat, sind wir nun für immer getrennt. Doch mach dir keine Sorgen, Mami. Mami, hier bin ich nicht alleine. Ich habe Freunde gefunden, die mein Schicksal teilen. Auch sie waren nüchtern, Mami, und wurden in einen Unfall verwickelt, bei dem Alkoholkonsum die Ursache war. Erst letzte Woche kam ein kleines Mädchen zu uns. Mami, es ist 3 Jahre alt. Es ist so rein und voller Unschuld und doch musste es sterben. Der Fahrer hatte getrunken und die Kleine musste sterben. Warum, Mami? Warum hört das nicht auf, Mami? Haben die Menschen nichts dazugelernt, Mami? Hat ihnen keiner gesagt, dass man nicht betrunken Auto fahren darf, Mami? Mami, wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bis die Menschen verstehen, was sie anrichten? Mussten wir denn alle umsonst unser Leben lassen? Sind wir alle sinnlos gestorben, Mami? Wird es ewig so weitergehen? Mami, warum? Und nun seid mal ehrlich. Wie viele Menschen wurden schon durch Alkohol totgefahren? Genügend, sage ich euch. Und es wird kein Ende nehmen, wenn nicht irgendwer was unternimmt. Mami, warum mussten wir sterben? Warum, Mami? Teil 2. Mami, erinnert ihr euch noch an mich? Ich habe euch nicht vergessen. Auch den Unfall nicht. Ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre und nicht vor einem Jahr. Die Party, der Wagen, das Blut. Wie gern hätte ich dich noch einmal gesehen, Mami. Doch wir werden uns niemals wieder in die Arme nehmen oder uns in die Augen schauen können. Weil ein anderer nicht aufgepasst hat, sind wir nun für immer getrennt. Doch mach dir keine Sorgen, Mami. Mami, hier bin ich nicht alleine. Ich habe Freunde gefunden, die mein Schicksal teilen. Auch sie waren nüchtern, Mami, und wurden in einen Unfall verwickelt, bei dem Alkoholkonsum die Ursache war. Erst letzte Woche kam ein kleines Mädchen zu uns. Mami, es ist 3 Jahre alt. Es ist so rein und voller Unschuld und doch musste es sterben. Der Fahrer hatte getrunken
und die Kleine musste sterben. Warum, Mami? Warum hört das nicht auf, Mami? Haben die Menschen nichts dazugelernt, Mami? Hat ihnen keiner gesagt, dass man nicht betrunken Auto fahren darf, Mami? Mami, wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bis die Menschen verstehen, was sie anrichten? Mussten wir denn alle umsonst unser Leben lassen? Sind wir alle sinnlos gestorben, Mami? Wird es ewig so weitergehen? Mami, warum? Und nun seid mal ehrlich, wie viele Menschen wurden schon durch Alkohol totgefahren? Genügend, sage ich euch. Und es wird kein Ende nehmen, wenn nicht irgendwer was unternimmt. Mami, warum mussten wir sterben?